Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 1. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich nicht mehr im Bunker 13, sondern bin schon mit meiner Truppe wieder in den Boneyard gegangen, zu diesen Waffenhändlern, und habe auch schon meine Ausrüstung mehr oder weniger verkauft, als die ganzen Rüstungen, die ich nicht mehr brauche. Hab mir ein Plasmagewehr gekauft, samt Munition. Habe das Scharfschützengewehr verkauft und die Plasmapistole auch. Grund? Natürlich wegen Geld. Und auch weil das Gewicht von den Dingern einfach zu viel ist. Denn hier das Plasmagewehr wiegt schon 17 Pfund. Dann hätte ich doch noch hier das Scharfschützengewehr und noch die Plasmapistole. Das kann ich nicht tragen, alles. Als hätte ich sowieso eins von beiden wegmachen müssen. Im Prinzip hätte ich natürlich gerne das Scharfschützengewehr aufgehoben, weil die Reichweite von 50, was das Teil hat zum Beispiel, ist ja schon extrem gut. Das Doppelte zu dem Plasmagewehr, was nur 25 Reichweite hat. Aber der Schaden von dem Ding ist aber um einiges besser. Hat ja gesehen, gegen die Todeskrallenmutter war mehr oder weniger mit viel Glück unser Scharfschützengewehr nur noch gut gewesen. Gegen normale Todeskrallen ging es eigentlich. Auch gegen Supermutanten, naja, ging es auch noch. Und sonst war es eigentlich nur in Anführungszeichen gegen Menschen gut. Selbst da kam es drauf an. Wenn die jetzt, sag ich mal, eine richtige Kampfrüstung haben, naja, hat es auch schon angefangen zu schwächeln. Unseren Speer habe ich noch als Notfall, Nahkampfwaffe, falls was ist. Auch wenn natürlich der Schaden von den Dingen natürlich ein Witz ist. Aber vielleicht finde ich auch eine andere Waffe. Wie ein Hammer, irgendwas. Wenn der jetzt nicht zu schwer ist, aber wahrscheinlich, ja. Ansonsten möchte ich halt erstmal ein paar Aufgaben Boneyard erledigen. Also Regulatoren vernichten. Und. So ein Quatsch, dass ich jetzt jedes Mal den ansprechen muss. Ja, ich möchte Waffen kaufen. Dass der Blödmann nach hinten geht, damit ich hier durchkomme. Naja. Ansonsten will ich halt, wie gesagt, die Regulatoren vernichten. Aber ehe ich das mache, möchte ich natürlich erstmal beim Hub nochmal vorbeischauen. Hub? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Boneyard. Weil ich da durch die Hilfe dieser elektronischen Farm, oder wie das heißt, von zwei Leuten so eine Möglichkeit bekommen habe, mir die Ausrüstung zu verbessern. Das eine hat der Typ ja schon gesagt. Eine Power-Rüstung, die haben wir ja nun jetzt an. Und das andere wäre halt auch eine spezielle Waffe. Und ja, weil ich habe schon mal offline versucht, eine Stunde ungefähr, um zu sehen, nehme ich doch lieber die Waffe oder die Waffe, weil ich erst gedacht habe, na gut, ich nehme das Plasmagewehr und das Scharfschützengewehr trotzdem, aber wie gesagt, halt keinen Sinn gehabt. Ich habe halt gesehen, dass er und er halt einmal jeweils die Power-Rüstung verbessern und einmal das Plasmagewehr. Das ist natürlich nicht schlecht. Wobei einer von beiden, ich glaube er hier, da muss man erst eine Aufgabe abschließen. Sieht so aus, als hättest du eine Power-Rüstung gefunden. Ich habe von einem chemischen Prozess gehört, mit dem ich die Oberfläche härter machen könnte. Allerdings fehlen mir noch ein paar Anhaltspunkte, die ich brauche, um die Formel. Wo bin ich jetzt? Um die Formel und die notwendigen Reagenzen zu bekommen. Soviel ich weiß, hat Mrs. Stapleton, die Bibliothekarin des Hubs, einige Zeitschriften und Bücher, die mal weiterhelfen könnten. Wenn du mir sie besorgen würdest, könnte ich den Prozess in deiner Rüstung ausprobieren. Klingt gut. Ich spreche mal mit Mrs. Stapleton. Sie gesagt, müssen wir erst dahin gehen, zu da so ein Heft kaufen und dem geben und dann verbessert er das. Gehen wir erstmal zu Ihnen. Vielen Dank für das Wiederherstellen der Farmen. Wenn du jemals ein Plasmagewehr findest, bring es hierher. Ich kenne nämlich ein paar Tricks, wie man die Einspritzung verbessern kann. Du hast also ein Plasmagewehr gefunden. Hier habe ich gleich eins für dich. Geb's rüber, dann schaue ich es mir mal an. Smitty nimmt das Plasmagewehr. Hält sein Werkzeug heraus, er holt sein Werkzeug heraus und fängt an, daran herumzubasteln. Hier, das sollte es gewesen sein. Smitty gibt dir das Plasmagewehr zurück. Versuch's mal damit. Warum ich jedes Mal meine Rüstung verliere, in Anführungszeichen, wenn er das macht, als ich das schon mal offline getestet habe, keine Ahnung. Aber was man sieht, wir haben jetzt anstatt 25 Reichweite 35 Reichweite. Allerdings wiegt das Teil jetzt aber anstatt 17 Pfund 19 Pfund.
Aber auch der Schaden ist natürlich jetzt ein Stückchen höher gekommen. Von 30 bis 65 war es, glaube ich, ist es jetzt von 35 auf 70. Also höhere Reichweite und mehr Schaden ist schon nicht schlecht. Das speichern wir erstmal ab. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal schnell zum Hub, um dieses Buch zu holen, damit dann unsere Rüstung auch noch verbessert wird. Dann würde ich sagen, ach Quatsch, hier ist nicht der Ausgang. Dann würde ich sagen, werden die Regulatoren vernichtet. Ach ja, ich habe offline hier auch noch ein bisschen das Gebiet hier hinten erkundet. Aber hier war halt nur ab und zu Zufallsbegegnungen. So etwas wie Bauern, die halt ja, angegriffen werden hier von solchen Vollpfosten hier, von diesen Rädern. Und ansonsten war da nichts Besonderes. War ein paar Mal gewesen, diese Zufallsbegegnung. Wer bist du? Ian. Wie gesagt, die Zufallsbegegnung war ein paar Mal gewesen. Und wie es halt mal gewesen ist, wir haben es ungefähr dreimal gemacht, dreimal geschafft, aber beim dritten Mal war es so gewesen, dass einer meiner Begleiter aus Versehen eine Bauern getroffen hat. Die war natürlich dann ständig gewesen auf uns, so dass die Bauern dann uns attackiert haben, die Kinder. Na gut, ich habe ja die Bauern nicht attackiert. Ich hatte ja nur die Plünderer angegriffen und die Bauern, da bin ich weggegangen, habe halt immer die Runde beendet, habe nichts gemacht. So dass ich meine Unschuld weiterhin habe, weil ich habe es ja nicht gemacht. Wo ist Ian eigentlich? Das ist Ian, gut. Ach, das war gar nicht mehr schlecht. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt ausgerechnet das Teil nehme, die Munition für das Plasmagewehr ist sehr teuer. Und schwer. Und im Moment weiß ich nicht, wer außer den, wie heißen die, Gunrunnern, mir dann die Munition überhaupt noch verkaufen können. Im Hub gab es, glaube ich, einen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und deswegen versuche ich bei solchen Gegnern, wo es sich einfach nicht lohnt, auf Nahkampf zu gehen. Wobei, da würde ich natürlich gerne eine stärkere Nahkampfwaffe haben wollen. Oder von mir aus eine billige, ja, anderes billiges Teil halt. Tragekapazität erreicht immer noch. Ja gut, 190 Gewicht, das kann ich mir schon vorstellen. Ich will nicht wissen, wie viel die Teile wiegen. Naja, 5 Pfund. Wahrscheinlich pro Einheit. Also seht ihr, das ist halt sehr, sehr, sehr schwer. Na genau, hier war das. So, Mrs. Stapleton. Hast du vielleicht irgendwelche Chemiezeitschriften? Miles in Etichem hat gesagt, du hättest welche. Ja, ich habe von Miles gehört. Und ich habe auch die Zeitschriften, die du suchst. Sie kosten dich $750. Hört sich gut an, hier ist das Geld. Hier, bitte, mein Herr. Ich bin zwar eigentlich hier der Frau, aber gut. Grüß Miles von mir. Verschiedene Zeitschriften zum Bereich Chemie. Die Artikel über Molekularchemie sind besonders interessant. Aha. Darf ich das auch lesen, das Buch? Ich habe ja gespeichert, nicht, dass das Buch dann verschwindet. Ja, offenbar verschwindet das Buch dann. Na gut, hat also eh nichts gebraucht, also brauche ich es ja nicht lesen. Hätte ja sagen können, ich kann das Buch trotzdem lesen und das Buch wäre dann halt noch da. Ist ja eh Quatsch, dass wenn ich ein Buch lese, dass das Buch danach weg ist. Wahrscheinlich sind die Bücher so zerfallen, dass die dann auseinanderfallen, weil die so alt sind.
Guten Tag, ihr Leute. Na komm. Wollen wir mal schnell nochmal zurück, damit wir unsere Powerrüstung verbessern können. Hier ist die Kathedrale, das weiß ich schon. Und das wissen wir ja auch durch die Gespräche, dass die Kathedrale da unten ist. Aber da möchte ich jetzt halt nur noch nicht hingehen. Das muss ich überlegen. Downtown. Festung, Lager, Editor. Downtown. Nein. Downtown waren die Blades, naja. Hallo, sagt der eine. Hallo zurück. Ich lege jetzt mal den Speer lieber weg. Bleib so stehen. Du kannst mich mal mehr lecken. Wir lassen dich nicht aus den Augen. Ich dich auch nicht. Komm, Chemiker. Chemiker-Miles. Warst du schon im Hub bei Mrs. Stapleton? Ja, hier sind die Bücher. Miles nimmt dir die Bücher aus der Hand und blättert sie durch. Er murmelte ein paar Minuten lang vor sich hin. Gut, ich denke, ich kann damit was anfangen. Aber es wird einen ganzen Tag dauern, bis die Verknüpfung zustande kommt. Ist das in Ordnung für dich? Ja, kein Problem. Miles nimmt dir die Rüstung ab. Miles übergibt dir die Rüstung wieder. Sie scheint etwas mehr zu glänzen als vorher. So, ich glaube, es hat geklappt. Ich hoffe, es hilft dir. Pfund, aber... Oder durch das Verfahren weiter verbessert. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, wie viel das Ding jetzt besser geworden ist. Hätte ich wahrscheinlich vorher mal gucken müssen, um zu sehen, wie die Werte vorher gewesen sind. Ja, zumindest ist das Teil jetzt besser. Ob so oder so. Und dann bin ich am überlegen, ob wir dann mit den Blades zusammen die angreifen oder nicht. Denn wie gesagt, wenn wir mit den Blades zusammen angreifen, hätten wir natürlich mehr Rückendeckung. Aber ich weiß nicht, ob dann hier Mr. Zimmerman überleben würde oder nicht. Aber ich werde mal gleich noch den Speer jetzt ausrüsten. Unsere Knarre. Sonst versuchen wir das mal mit den Blades. Hast du jemals den verstrahlten Regen gesehen? Wahrscheinlich. Als wir durch das Ödland gereist sind, kann schon sein. Wo ist denn mein Haar hin? Ich weiß nicht, wo deine Haare hin sind. Wo ist die Frau eigentlich hin? Frau? Wo ist die Chefin? Bist du die Chefin? Nee. Wo sind die? Ja. Keine Ahnung, wo die hin ist. Darf ich hier warten zufällig bis zum Morgen? Ja. Vielleicht steht sie dann ja in ihrem Büro. Nein! Hier stand sie doch. Kann es sein, dass sie tot ist, weil wohl die Regulatoren sie getötet haben? Aber wann haben die das gemacht und warum ist sie hier tot, wenn hier die ganzen Leutchen noch rumlaufen? Das war komisch. Das muss ich nochmal sehen, aber scheinbar ist die wirklich tot. Gucken wir euch mit denen. Meine Mädchen, was suchst du? Wo bist du? Ja. Hier war sie eigentlich gewesen. Das ist komisch, vielleicht haben wir Anführungszeichen zu lange gebraucht. Den stand eigentlich immer genau hier, wo dieser Blutfleck ist. Also kann es sein, dass er die getötet haben. Da ist noch eine da hinten.
bald Regen gibt. Ich glaube, die ist wirklich tot. In dem Raum ist auch niemand weiter drin, außer der Hund noch. Die ist halt immer eigentlich dort. Also scheinbar ist, wie gesagt, das so, dass die Frau tot ist. Ach, steh mir doch nicht im Weg rum, Katja. Das finde ich jetzt aber wirklich ein bisschen komisch. Wo ist noch mein Haar hin? Das weiß ich nicht. Wer steht denn ein jetzt schon wieder vor mir? Das ist doch irgendwie doch einer von meinen dümmlichen Begleitern. Ehe ich hier rauskomme, kann ich genauso gut laden und ich gehe wieder zurück. Scheinbar ist die Frau tot. Die Anführerin scheint wohl erledigt zu sein. Schade. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Dass ich sage, hier... Dr. Dingsbums. Wie heißt das? Warum hast du dich noch nicht darum gekümmert? Es ist der natürlich feindlich, der Opa. Das kann ich auch nicht den Dialog öffnen, dass ich... Also, dass die Regulatoren schuld sind. Wie es aussieht. Ja, ist halt, was ich auch gelesen habe, da fehlt... Es gibt halt immer noch einige Fehler in dem Spiel. Kann sein, dass das vielleicht so ein Fehler ist, ja. Vom Prinzip ist sie... eigentlich tot. Naja. Ist ja schade. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit ich hier gewesen bin. Ich hätte die Power sonst zwar schon gehabt, aber... Ja, es war gewesen, da habe ich schon mal offline weitergespielt. Wo ich getestet hatte hier. Ja, hier hatte ich offline weiter gespielt, wo ich dann das gemacht habe. Ich kann ja mal sehen, ob ich trotzdem noch die Frau retten kann. Dann nehmen wir noch den Spielstand, den ich mal offline gemacht hatte, wie gesagt. Hier hatte ich auch schon das Heft gekauft und das andere gemacht. Vielleicht kann man ja dadurch einen Spielstand sozusagen finden, wo dann die Frau noch lebt. Aber das hatte ich dann offline, wie gesagt, nicht gehabt, dass die dann irgendwie tot ist. Deswegen wundert mich das jetzt etwas. Das ist wahrscheinlich so wie bei den Ghoulen in Necropolis, dass die Supermutanten das Gebiet angegriffen haben. Ja, es war, wo ich offline gemacht hatte, wo ich auch schon hier drüben gewesen bin. Ja, hier ist die auch schon tot. Die ist auch schon tot. Na gut, hier hatte ich noch nicht mal die Power-Rüstung gehabt. Hier war ich noch auf dem... in dem Bunker von der Bruderschaft. Was war hier gewesen? Ne, hier war es auch noch nicht. Ne. Wie gesagt, es ist halt leider jetzt passiert. Die anderen Spielstände sind einfach dann zu weit weg und das ist dann Quatsch. Ich hoffe mal, dass uns der Opa jetzt nicht angreift. Wenn der uns jetzt nicht angreift, würde ich nämlich nur hier vorne erstmal angreifen und der Opa drin ist mir dann egal, sag ich mal. Aber eher jetzt erstmal jeder von denen sein zugemacht hat und was gemacht hat. Das ist schon schrecklich. Aber ich glaube, er greift uns, wie es aussieht, nicht an. Ah.
gut, da können wir auch genauso gut von vorne angreifen. Komm, ich möchte laden. Ach, ich muss aus der Runde sein, also kann ich vorher nicht laden oder irgendwas machen. Also muss jeder von denen seinen Zug machen, der mitkämpft. Und das dauert. Und da habe ich schon vom Prinzip das von der Geschwindigkeit erhöht mit diesen Kämpfen hier. Damit das ja nicht zu lange wird. Aber man sieht ja, das dauert halt trotzdem eine Ewigkeit. Ja, ich löse dich von deinem Elend. Du löst mich von meinem Elend, dass ich das hier ansehen muss. Komm! Wir lassen dich nicht aus den Augen, ja, ja. Du mich auch. So, lassen wir erstmal unsere Begleiter herkommen. Der Hund. Wo die anderen beiden sind. Die anderen drei, keine Ahnung. Sind wahrscheinlich noch in dem Häuschen hier. Ja, sind sie auch. Und er zerschmilzt. Mächtig, die Waffe, wie man sieht. Wer bist du eigentlich? Ach nein, ach, das hasse ich. Ich wollte jetzt nicht runterlaufen, ich wollte sehen, wer das ist. Nicht da runterlaufen. Oh. Ja, das hasse ich in einem Spiel. Ich wollte jetzt überhaupt nicht laufen. Man kann das aber auch nicht abbrechen. Und man sagt, oh verdammt, ich habe mich verklickt. Ich drücke auf Esc, dass ich jetzt abbrechen kann. Hast du Pech gehabt, dann läufst du halt. Das ist halt so. Lorraine wurde getötet. Er liegt bewusstlos am Boden. Na, geh ich erstmal da hinten und knall die ab. Aber erstmal muss ich wieder mal drankommen an meinen Zug. Na, wie gesagt, das ist halt das, was ich ja nervig finde. Das ist halt diese alte Mechanik, die ist ein bisschen lästig, ehrlich gesagt. Dass man nicht einfach abbrechen kann, kann sagen, gut, wir brechen einfach ab. Sondern, dass man halt ja, Pech hat. Kannst du mir weiterhelfen? Mit der hatte ich schon mal gesprochen gehabt. Oh, Los Angeles. Es lebten viele Menschen. So viel ich weiß, haben sich die Überlebenden in einer großen Höhle, auch Vault genannt, versteckt. Erst Jahre später kamen sie dort wieder raus. Einige von ihnen starteten die Regulatoren und gründeten anschließend Editum, während die anderen sich zu den Blades zusammenschlossen. Die Gunrunner sind nicht ursprünglich von hier. Wo kommen die denn her? Ah, aus dem Norden. Na dann. Hoffentlich treffe ich jetzt nicht aus Versehen die Frau. Nein. Na dann. Da sieht man schon die Matschhafen, die dann übrig bleiben. Noch Matsch und Blut und Knochen. Hey, warum greifst du Teicho an? Geht ja mal gar nicht hier. Gut, dann halt nicht, wenn du hier meine Leute angreifst, meine Gang, ja. Dann werde ich ja halt ziemlich schnell ungemütlich. Das wird für den auch ungemütlich hier, ja. Für den da. Regulator ist tot. Diesmal bleibe ich unten und er bewirft mich mit sie. Bewirft mich mit Messern. Hund kommt angelaufen. Angriff! Angriff! Wir müssen angreifen und marschieren. Ja, jetzt kämpfen sie gegen die Bevölkerung. Oh, ein kritischer Boden. Treffer und ich liege auf dem Fußboden.
Ich habe deswegen jetzt Aktionspunkte verloren, was mir nicht in den Kram passt. Mehr kann ich nicht machen, da lade ich nochmal Munition auf und das war's. Ja, sieht allzu viel Schaden, bekomme ich auch nicht mehr jetzt. Wer nimmt seinen Hammer? Also nicht den Hammer, sondern den Hammer. Ah, hat jetzt irgendwas aufgehoben, ist ein Wurfmesser, wie es aussieht. Ich möchte schon, dass die gerne überleben da unten. Schlagt Alarm, ich werde sie aufhalten. Ups, anstelle von Caleb wurde Ian getroffen. Ach, kannst du denn nicht ein bisschen aufpassen? Auf wen du schießt. Regulator. Mal sehen, ob ich sie auch treffe, nicht jemand anderen aus Versehen. Was, die lebt noch? Jetzt aber nicht mehr. Hat wahrscheinlich Glück gehabt, dass sie noch so lange gelebt hat. Hey, lass das Hundchen in Ruhe. Dogmeat hat euch nichts getan. Na gut, jetzt vielleicht schon, aber... Ansonsten ist es einfach nur ein armes Tier. Ja, Unmenschen. Was ist mit dir los, du Flasche? Hier macht sich keiner breit. Ach, eh die erstmal alle in der Reihe sind. Und Ian wurde schon wieder getroffen. Das speichere ich mal unter einem anderen Spielstand. Das werde ich... Na gut, den werde ich nicht treffen. Wenn ich mal dich versuche anzugreifen. Ein Regulator. Caleb. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn Dogmeat die Leute umschmeißt erstmal. Dann verlieren die Aktionspunkte. Das finde ich immer nicht schlecht. Na komm, die werdet ihr wohl die eine Woche hier besiegen. Das werdet ihr wohl hoffentlich mal hinkriegen langsam. Los, du Niete, tu mir den Gefallen und fall einfach tot um. Das ist aber nicht sehr nett. Ah, ich würde sagen, an der Stelle muss ich erstmal die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir weiter die Regulatoren angreifen und vernichten. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.